Servus Freunde, cool, dass ihr mit dabei seid zu einem weiteren Unboxing-Video. Ich habe richtig schöne Sachen heute am Start, richtig gutes Zeug, aber schaut selbst. Wir packen heute aus von der Moto Vintage Line den Tang Lasher. Der ist aus den USA vor einigen Wochen angekommen. Dann, wenn die Zeit noch reicht, von 95 Tony Kukoc von den Chicago Bulls, von Kenner. Star Wars, Nien Nump, hier in seinem Baggie aus Hongkong. Und noch mehr Vintage Star Wars, und zwar den Ewok Tibu. Wir haben aber auch ein paar lose Figuren. Stone Cold Steve Austin ist aktuell in aller Munde. Dann schauen wir uns weiterhin noch ein paar lose Star Wars Figuren an. Das müsste Forlum sein oder Sackes, so rum. Und das ist dann Forlum. Ich verwechsel die beiden ständig. Und zu guter Letzt werden wir uns aus der Classic Kennerline Green Ghost alias Slimer anschauen. Und das sollte dann auch reichen für 20 Minuten. Also würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, und viel Freude beim Anschauen des Videos. Ciao. Los geht's. Wir starten mit dem vermeintlichen Highlight dieses Videos. Das dürfte wohl die meisten interessieren. Tang Lasher aus der Moto Vintage Toyline von 86. Das ist die normale Variante, nicht die Painted Back. Die hätte hier ein New Logo, habe ich von Petendo erfahren oder mir sagen lassen. Und bei der Snake Man gab es ja verschiedene Varianten, zum Beispiel auch den Redneck Rattler. Aber keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht irgendwelche Moto Vintage Mocks auspacken. Ich wollte eine Figur mal auspacken, um eine Re-Min-Figur zu haben. Und das Gute ist, 23 werden dann die Origins Snake Man nach und nach eintrudeln. Und ich denke, da werden wir alle begeistert sein. So, dann schauen wir uns mal hier das sensationelle Artwork an. Wir sehen hier Flicking his forked tongue, Tang Lasher stuns foes of the Snake Man with his venomous lick. Sensationell. Und auch der gute Cyclone wird früher oder später, denke ich mal, als Origins-Figur kommen. Ach, Tang Lasher, genial. Der hat weltweit so viele Fans, weil das Design ist wirklich einzigartig und die Farbgebung. Ich muss aber sagen, mir gefällt die schwarze Hose nicht, dass der Gürtel auch schwarz ist und das Fell. Da hätte man, glaube ich, ein bisschen noch mehr rausholen können aus der Figur. Aber das ist wirklich Meckern und Jammern auf höchstem Niveau. Und nun versuche ich mal hier soft, ganz soft, ja, das wird nicht gelingen, ihn auszupacken. Ja, sehr schön. Da fällt auch schon das Zubehör raus und das Comic-Heft. Das Mini-Comic, wir fangen mal hiermit an. Ein guter Zustand, hier keine Stresslinien, keine Knicke. Snake Attack, sehr schön. Das müsste Rattler sein vom Design her. King Render, Marlena, Extender und Tang Lasher haben wir hier auch zu unserer Rechten. Einfach nur atemberaubend schön. Und das tolle Zubehör, das habe ich auch schon ausgepackt hier. Flying Fist He-Man, der jetzt auch als Origins nach und nach hier bei den YouTubern Einkehr findet. Und da haben wir das Comic. Wir sehen hier Snake Mountain, King His, Skeletor, hier schon Tang Lasher in Aktion mit Rattler. Und bei Tang Lasher ist ja das Besondere, gehört er jetzt zu den Snake Man, gehört er zu Skeletor oder gehört er zur Wilden Horde? Weil in dem Filmation Cartoon, ich blende ein Foto ein, war er Mitglied der Wilden Horde, hat aber auch in ein, zwei Episoden mit Skeletor kollaboriert. Also das war so eine Art Tweener, der Tang Lasher. Und klar gehört er zu den Snake Man, aber am Anfang war wahrscheinlich echt geplant, bevor es die Snake Man dann gab und die erfunden wurden, dass er wohl zur Wilden Horde gehört. Extender kommt hier. Krass, auch einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Das war so ein Gigant. Tolles Comic. In wirklich schönen Zustand. Ich kann hier durchblättern, ohne Angst haben zu müssen, dass die Seiten auseinanderfallen. Habe ich beinahe eine Seite übersehen. Hier ist Stillstalker. Tang Lasher im Sumpf. King His, einfach nur sehr, sehr schön. Tolles Mini-Comic. Grandios. Kommen wir jetzt mal zu dem Zubehör. Der Schlangenstab in Purpur, in Lila. Einfach nur genial. Das ist Real Mint. Obwohl der Lose im Blister hin und her gesprungen ist, da kann es ja auch zu Farbabrieb kommen, aber das sieht hier alles picobello aus. Hier haben wir die schöne Armbrust, ja. Dragonfly, eine Libelle. Richtig gut. Und nun aber zum Highlight. Tang Lasher. Kann er denn auch stehen? Das testen wir gleich mal. Er steht eigenständig und diese Farben. Oh, ich drehe durch. Diese Farben sind einfach nur geil. Das Snake Man Logo. Sehr schön. Das Gesicht. Er sieht ja mehr aus wie so ein Frosch als wie eine Schlange. Die Arme lassen sich bewegen. Nehme ich jetzt nicht ab, die Arme. Warum auch?
Hier unten seht ihr die Füße und am Rücken leider kein Painted Back, das haben wir jetzt gewusst. So, Hüftschwung ist nicht gegeben, zumindest hier nicht, bei dieser Figur. Und dann wollen wir jetzt mal uns die Zunge anschauen, das Action Feature. Und da habt ihr aufgrund natürlich der Bespielbarkeit der häufigen, dass es hier bei diesem, es ist eine Folie, häufig zu Farbabrieb kommt. Deswegen mache ich das jetzt einmal und vielleicht auch nie wieder und lasse es dann so. Ich werde es dann so in die Vitrine stellen mit der Zunge. Ist einfach cooler. Und dann habe ich hier einen wirklich tollen, großartigen Tanglasher. Und dann versuchen wir nochmal das Zubehör. Ach, das ist immer so eine Sache. Das war immer so eine Sache, das habe ich schon als Kind nicht gemocht. Mit diesen Händen, die er hat. Er hat ja ganz andere Hände als der Rest der Masters-Figuren. Ja, drei Fingerchen hat er da. Mehr nicht. Was mache ich denn jetzt hier falsch? Sagt ihr es mir, Leute. Er will nicht die Libelle halten. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Ja. Wo ihr doch gerade alle hier mitschaut. Nee, das klappt nicht so ganz. Aber gut, ich versuche es dann halt so. Nee, es klappt überhaupt nicht. Das nervt mich gerade. Das nervt mich gewaltig. So, den Schlangenstab, den hält er. Ja, die Beingummis sind natürlich auch schon leicht, ne, in die Jahre gekommen. Kein Wunder. Und die Dragonfly, komm, irgendwie muss das doch funktionieren. Okay, Gleichgewichtsstörung hat er ganz leichte, aufgrund des Zubehörs. Wird es jetzt natürlich heikel für ihn. Okay, also ich sehe schon, ich muss hier Red Packs bemühen, weil der wird so mit Zubehör nicht von alleine stehen. Kriegen wir es hin? Na also, es geht doch. Wenigstens für ein paar Sekunden versuche ich mal hier ein perfektes Bild abzugeben. Und nun habe ich es geschafft. Tanglasher mit Zubehör in einem Real-Mint-Zustand. Großartige Figur. Ich bin begeistert. Das soll es nicht gewesen sein mit Vintage, denn ich habe mir noch ein paar Star Wars Figuren geholt. Wir haben hier von der Spezies Ewok den Tibo, so eine Art Schaman, Medizinmann, auch aus dem dritten Teil Return of the Jedi. Und ihr seht, die Karte, die war schon hier so, also es ist nur noch ein Rest von der Karte übrig. Demnach war auch etwas billiger, was mich nicht weiter stört, im Gegenteil. Billig ist genau das, was ich suche zum Unboxen. Das Zubehör ist mit dabei. Ihr seht ja hier, sind zwei Figuren durchgestrichen. Das waren Pablo und der Ewok Warrior. Den genauen Hintergrund kenne ich nicht. Und hier eine Kindheitsfigur, den hatte ich auch. Ich hatte fast alle Ewoks. Und der kommt jetzt hier mit seinem Zubehör. Jetzt nehmen wir ihn ab. So, da ist er. Wunderschön. Ich mag dieses grau, dunkelgrau gestreifte Backenhörnchen. Sieht einfach nur grandios aus. Ist das nicht ein toller Ewok? Der Medizinmann, Schaman oder was er auch war. Richtig gut. So, dann kriegt er hier nochmal sein Täschchen um. Mit einem Horn, Füllhorn oder was auch immer. Dann hier, das hier ist noch weiches Gummi und ich bin erstaunt, dass das noch in guten Zustand ist. Ich weiß nicht, ob man diese Figur heute wieder so produzieren würde, weil die Schweinsmaske, die erinnert mich so ein bisschen an Saw oder Jigsaw oder was auch immer, an irgendeinen Horrorfilm. Ich komme gerade nicht drauf, wo so eine Schweinsmaske auftaucht. Und die Schweinsmaske kann man ihm über die Ohren ziehen, weil dann hält sie auch. Im Blister ist die ja hin und her gewackelt und rumgeflogen. Und dann hat er hier noch seinen Stock, Schlagstock oder was auch immer, seinen Hammer. So, vielleicht kriege ich das jetzt besser hin als bei Tanglasher. Aber ich bin heute nicht so glücklich, was das anbelangt. Tue ich mich etwas schwer. Nee, das hält auch nicht so richtig. Ich habe auch Angst, dass hier irgendwas abbricht. So, jetzt aber. Ein vollständiger Real Mint Tibo und den Lockray muss ich mir früher oder später auch besorgen. Zumindest in einem guten Zustand, weil den hatte ich auch als Kind. Und dann stelle ich mal ihn schon mal hier hin. Denn es ist nicht die einzige Star Wars Figur, aber ich habe auch ein paar lose. Und zwar habe ich mir hier in einem wirklich tollen Zustand geholt den Forloom, der aber auch oft mit Sackes verwechselt wird und umgekehrt. Und Forloom sieht richtig gut aus. Ihr seht, die Facettenaugen haben keinen Farbabrieb. Toll, einfach toll. Ein insektenartiges Wesen. Ich habe ja fast nur Aliens in meiner Sammlung, bis auf Lando Calrissian, der einzige Mensch. Mit Waffe, die Top-Zustand ist, dann hier aus Kunstleder ist ein Anzug. Aber der ist kaum porös oder Stresslinien, hier ist so ein bisschen was ab. Das ist aber auf der Rückseite, ist nicht weiter schlimm.
Wie gesagt, die Figur ist gebraucht, aber trotzdem, gerade im Gesicht ist es ein sagenhafter, traumhafter, schöner Zustand. Tolle Figur. Super, noch ein Kopfgeldjäger. Im nicht ganz so guten Zustand, das habe ich dann auf den Bildern gar nicht gesehen, erst als ich ihn ausgepackt habe. Und das dürfte jetzt Sackes sein. Hier mit Stand war die Figur, ach, die Figur hat eine riesen Waffe und die Waffe ist so riesig, da hätte er Probleme, eigenständig zu stehen. Deswegen dieser Stand. Und Sackes hat auf der einen Seite ganz wenig Farbabrieb in seinen Facettenaugen, aber hier seht ihr es deutlich. Und ich suche die Figur schon seit 2-3 Monaten, gucke immer mal wieder rein, aber ich finde keine gebrauchten Figuren, die völlig ohne Farbabrieb an diesen Stellen sind. Die haben alle an den Augen Farbabrieb. Und einen Mock auszupacken, das wäre teuer. Da seid ihr bei 300 bis 400 Euro, vielleicht sogar mehr. Und das bin ich nicht bereit für Sackes auszugeben. So geil die Figur auch ist, aber da muss ich mit diesem Makel halt leben. Umso besser ist der Zustand dieser Figur, und zwar Nien Namp, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ein selten dämlicher Name. Man hätte hier was Einfaches, Naheliegenderes nehmen können, wie Fuckface oder was auch immer. Er kommt in seinem Baggy, nicht auf Karte. Natürlich gibt es die Figur auch auf Karte. Das Baggy schauen wir uns, glaube ich, nochmal an. Was steht denn hier drauf? Made in Hong Kong. Gut. Der Tesafilm hat kaum noch gehalten, so alt wie der war. Jetzt schauen wir uns erstmal Nien Namp an. Und ihr seht ja, das Gesicht ist tadellos. Und aufgrund seiner Lippen, ich sage jetzt nichts weiter, sieht er halt aus, naja, ihr wisst schon, nicht ganz jugendfrei. Tolle Farben. Ähnlich wie meine Jacke heute. Rot und dann dunkelblau. Dazu schwarze Latex-Handschuhe, sage ich jetzt mal, und wieder glänzt. Er sieht einfach grandios aus. Und Nien Namp war ja ein Co-Pilot vom Millennium Falcon zusammen mit Lando Calrissian. Und seine Spezies weiß ich gar nicht. Müsste ich mir mal ein Foto einblenden, dann wissen wir es. Dann lerne ich auch noch was dazu. Toll, grandios. Eine Figur, die ich als Kind hatte und mit der ich gern gespielt habe. Und hier haben wir seinen Blaster. Der ist mit dabei. Echt schönes Ding. In schwarz gehalten. Und vielleicht klappt das jetzt hier mit dem Zubehör. Er hält sein Zubehör fest in der Hand. Nien Namp, aka alias Fuckface. Sehr schönes Teil. So, da haben wir jetzt 4 grandiose, ja, Figuren, die ich einfach haben musste in meiner Sammlung. Und bei den E-Books wird sicherlich noch ein paar mehr. Und zu den Kopfgeldjägern kann ich noch eins sagen. Zum Ende des Jahres, zum Herbst hin, kriegen wir von der Retro-Line noch die beiden, die mir fehlen derzeit. IG-88 und Dengar. In einem, ich meine, ein Duo-Pack, also in einem, ne, Doppelpack. Blende ich mal ein Foto ein. Die werde ich mir definitiv kaufen für das kleine Geld. Und dann schauen wir mal. Dann habe ich hier noch was für euch. Und zwar ein letzter Geist, der mir gefehlt hat. Und das ist der Green Ghost. So steht es hier auf der Verpackung. Aus dem Jahr 2020. Wir kennen ihn alle unter dem Namen Slimer. Warum er jetzt hier Green Ghost heißt, ich weiß es nicht. Und damit ist jetzt hier meine Klassik-Kenner-Collection vervollständigt. Ich habe jetzt alle Geister aus dieser Toyline, den Ecto 1 und die Ghostbusters. Und es halten sich ja die Gerüchte, dass diese Toyline unter diese Neuauflage schon wieder eingestellt wurde und es nicht weitergehen wird. Hier nehmen wir die Rückseite. So. Und Slime hat mir tatsächlich noch gefehlt. Ich sage euch auch, warum ich mir so viel Zeit gelassen habe mit ihm. Ich liebe Slime, wenn nicht. Was ich aber schon damals doof fand und auch heute doof finde, ist die Größe von Slimer. Und zwar, Slimer ist ja größer als die Ghostbusters und fast genauso groß wie Marshmallow Man. Und das raubt mir so ein bisschen die Illusion, ja. Das stört mich ein wenig, dass er so groß geraten ist. Ich hätte Slimer lieber kleiner gehabt als Figur. Jetzt gucken wir uns das Zubehör an. Einmal Pizza Margherita mit Salami. Sehr schön, da kriege ich richtig Hunger, wenn ich das sehe. Dann haben wir hier ein Stück, was weiß ich, Beef, Steak, was auch immer. Und ein bisschen was Gesundes, eine Wassermelone. So, und als Kind hatte ich die Figur nicht. Habe immer irgendwie neidisch drauf geschielt, aber wahrscheinlich wollte ich die damals nicht haben, weil er so groß war. Kann er das denn in Händen halten, sein Zeug? Wahrscheinlich schon, nur ich krieg's heute nicht hin. Das ist einfach nicht... Heute ist nicht mein Tag, was das angeht. Von wegen Success. Naja gut, wir lassen es. Also er beißt da quasi kräftig rein. Und er hat ja kein Action-Feature, er hat bewegliche Arme und das war's. Und dann könnt ihr hier noch seinen Hinterteil bewegen. Sehr schön. Aber optisch, vom Design her, vom Look, ist Slimer eine Must-Have-Figur für jede Collection. Und es gibt nur dieses eine Manko-Makel, dass er für meine Begriffe viel zu groß geraten ist. Ansonsten ist es eine klasse Figur, der einfach irre aussieht. Irre, irrer Typ. So, kann er auch den stehen mit seinen Händen? Ja, das funktioniert.
Dann sammle ich mal hier sein Zubehör ein. Slimer, geniale Figur. Einfach nur geil. Besorgt euch den, weil der wird immer teurer. Und ihr werdet euch ärgern, wenn er in ein, zwei Jahren 100 Euro kostet und vielleicht sogar mehr. Dann habe ich hier noch eine Figur, weil er gerade wieder aktuell in aller Munde ist. Stone Cold Steve Austin. Es gab diese sehr tolle, klasse Doku auf ProSiebenMax vor 1,5 Wochen. Die habe ich natürlich gesuchtet. Und jetzt seht ihr hier diese Jax Pacific Classic Superstar Figur. Ich habe ihn schon ausgepackt, da war ich etwas ungeduldig. Hier dieser Knie-Schoner oder was auch immer das sein soll. Er hatte ja nie Probleme. Und hinten nochmal mit Totenkopf Stone Cold. Dann seht ihr hier seine Catchphrase. 316 says, I just ripped your ass. Damals im Finale gegen Jake the Snake, 96 beim King of the Ring. Und hier nochmal der Name Austin. So ist es, weil er kommt ja auch aus Texas, Austin. Und die Bierdose, Biercan darf nicht fehlen. Und er sieht gut aus, das Facecan. Wie immer, fast wie immer, sehr gut getroffen. Blaue Augen. Hell yeah. Als ob er uns ins Gesicht rufen, schreien würde, hell yeah. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Der war nicht teuer, der hat mich 15 Euro gekostet. Keine Ahnung, ob das ein das war wahrscheinlich ein Schnäppchen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wenig Stone Cold Fans gibt da draußen. Eine klasse Figur für kleines Geld, ganz nach meinem Geschmack. So, das zu Stone Cold. Ein bisschen Wrestling muss ja immer sein auf diesem Kanal, sonst fühle ich mich nicht wohl. Und dann habe ich hier noch ein paar Sticker mir geholt, die Wappen, die Glitzerwappen von Panini. Wir sehen hier Switchblade von Venom, sehr schön. Eine Agentin von Venom, Vanessa Walfield, heißes, heißes, lecker Mädchen, sage ich euch. Dann sehen wir hier Gator, meine ich, und Matt Tracker und Gloria Baker. Warum jetzt hier Dusty Hayes nicht mit dabei hockt, I don't know. Scott, ja, Scotty. T-Bob, sein bester Freund. Sehr schön. Schön, wie das glänzt. Ach, Wahnsinn. Und hier ist es, helft mir mal, da bin ich jetzt gar nicht so sattelfest. Ich hätte gesagt Hondo McLean, aufgrund seiner Hautfarbe. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Ne? Sehr schön. Und dann hatte ich noch einen Sticker, den habe ich jetzt auf meinen Scooter geklebt. Das war der Jackhammer von Venom. Und das so als Teaser, was es im nächsten Video gibt, weil da packe ich mit euch aus den Meteor von Mask. Auch Misp. Und abschließend will ich das Video mit einer weiteren Figur für meine Basketball-Collection. Die Figuren, die ich euch bislang gezeigt habe, meine ich, waren alle von Mattel. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass es nicht mehr Mattel, sondern das Jahr zuvor war diese Lizenz noch an Kenner gegangen. Ihr seht es hier rechts unten, das Kenner-Logo. Ist aus dem Jahr 95. Und wir sehen hier links Chris Webber, davon habe ich sogar noch das Original-Trikot. Sir Charles Barkley, Dominic Wilkins, Wahnsinn, ja, dann hier Mailman Karl Malone, Dominic Wilkins war sein Spitzname, der Human Highlight, meine ich, Shaq Attack, Shaquille O'Neal, Jeff Hornacek, ich meine, der war Mormone, Tony Kukoc, The Creation Sensation, den wollte ich unbedingt haben, Bob Hurley, von den Sacramento Kings, Patrick Ewing und Jim Jackson, also absolut bekannte und legendäre Spieler und schön, dass es jetzt hier auch Tony Kukoc geschafft hat. Schade, dass ich keine Mattel-Figur gefunden habe, aber besser den als gar nichts. Das wird dann das letzte Unboxing sein für heute. Und dann gucken wir uns erstmal die Figur an. Die ist nicht beweglich. Doch, die sind beweglich, die Arme. Ich bin begeistert. Tatsächlich. Da geht was. Also ihr könnt ein bisschen posen. Dann nehmen wir mal die Hände runter und schauen uns sein Gesicht an. Das Gesicht, naja gut, mit viel, viel Fantasie kann man sagen, ja, der sieht aus wie Tony Kukoc. Ne? Aber Tony Kukoc hat auch so ein Gesicht gehabt, das einfach schwer umzusetzen ist. Ähnlich wie Booker T in Videospielen, sage ich mal. Die 7, Tony Kukoc. Und Tony Kukoc, was soll ich euch sagen, ihr kennt ihn ja selber. Legendär geworden oder bekannt geworden bei Jugoplastica. Und dann ging es halt rüber, nachdem er in Italien auch noch ein paar Meisterschaften gewonnen hat, in die USA zu den Bulls. Und dort dann an Seite von Michael Jordan 3 NBA Championships. Und hier zeigt er uns einen Layup. Oder holt einen Rebound. Das könnt ihr euch dann selber aussuchen und überlegen, was das jetzt sein soll. Hier sehen wir ein Stück vom Parkett. Und damit haben wir jetzt Tony Kukoc. Ich bin happy. Sehr schön. Ich finde es genial, dass die Arme sich verstellen lassen, weil das war bei den Mattel-Statuen bislang nicht der Fall. Da konnte nur der Kopf bewegt werden. Die Nummer 7. Ich habe natürlich auch sein Trikot gehabt. Erst vor kurzem habe ich mich davon getrennt. Schöne Grüße gehen an dich, Jan. Hat
halte es in Ehren. Und dann habe ich hier Toni Kukoc und die Sammelkarte, die diesmal nicht von Upper Deck ist, wie bei den Mattel-Statuen, dieses von Starting Lineup. Ihr seht hier Forward, und das Tolle war bei Toni Kukoc, er konnte alle Positionen spielen, also alle Forward-Positionen, aber er konnte auch Guard sein, Spielmacher und Center aufgrund seiner Größe. Also diese Vielseitigkeit, die ist selten, und deswegen hat Toni Kukoc nicht nur bei den Kroaten viele Fans gehabt, sondern auch weltweit Anerkennung bekommen für seine Fähigkeiten. Hier Toni Kukoc, so ein bisschen Schlafzimmerblick, und da seht ihr Split Yugoslavia am 19. Was war das Quatsch? 18. September 68 geboren in Split, Jugoslavia. Dann sind wir Größe und Gewicht. College nicht bekannt. Drafted in der zweiten Runde, Pick 29, 1990. Er wurde dann noch natürlich geparkt in Europa und dann Jahre später erst dann rübergeholt in die USA. Und dann sehen wir noch ein paar Stats von seinem NBA Rookie Record. Und ihr wisst ja, dass er es leider aufgrund der Stardichte bei den Bulls nie so wirklich geschafft hat in die Starting Lineup, also er war nie die Starting Five, sondern eher der Ergänzungsspieler, der von der Bank kam, aber ein absoluter Edelreservist, sage ich jetzt mal, der locker in jedem anderen NBA-Team in der Starting Five gestanden hätte. Und bester Sixth Man ist er auch geworden einmal, und das war's. Ich bin am Ende, 20 Minuten sind geschafft. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Wie gesagt, dann gibt's Mask und noch bestimmt viele andere geile Sachen. In dem Sinne, eine gute Zeit bis dahin. Danke euch. Ciao.